Na, hallo zusammen. Jetzt stehe ich hier mitten im Nirgendwo und habe einfach mal meine Kamera ausgepackt, weil ich nämlich testen will, wie das so mit dem Wind ist. Ich habe nämlich so einen Puschel auf dem Mikrofon. Habe auch hier so ein kleines Mikrofon, ja, da nehme ich zusätzlich noch auf. Denn ich versuche natürlich schon auch gute Qualität für euch zu liefern. Jetzt muss ich mal kurz hier ein Bier holen. Naja, ich stehe einfach mal erstens, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt und so ein schönes Wetter ist, ja, da macht es auf jeden Fall Sinn, noch ein paar Sonnenstrahlen abzugreifen. Und wie das in München so üblich ist, genieße ich dazu mein Feierabendbier, ein schönes, kaltes Augustiner. Ja, eigentlich habe ich nichts Wichtiges zu sagen, aber darum geht es ja auch nicht. Ich wollte mal so ein paar Tipps und Tricks aus meinem ganz privaten Leben so in Zukunft vielleicht für euch einfach hier rauslassen. Man könnte das auch als Life-Hacks bezeichnen. Ist halt nicht ganz so spektakulär vielleicht. Aber ich möchte euch einfach Dinge sagen, die mir in meinem Leben einfach geholfen haben. Und vielleicht kann man die ja auch, oder könnt ihr die ja auch anwenden. Oder vielleicht hilft es euch auch mal in irgendeiner Situation. Und wenn nicht, dann habt ihr einfach nur so ein cooles Video von mir gesehen. Ja? Und eine Sache, ja, da habe ich selber auch meine Erfahrungen gemacht, ist eben folgendes, dass sehr oft Konflikte zwischen Menschen, also im Zwischenmenschlichen entstehen, weil man denkt, man wüsste, wie der andere denkt. Ja? Das passiert mir auch noch sehr oft, aber ich habe das schon wirklich auf ein Minimum reduziert, denn was ist denn Fakt? Niemand von uns kann in den Kopf des anderen reinschauen. Das heißt, in der Regel können wir da eigentlich nur falsch liegen. Ja, also wenn wir uns überlegen, wie ein anderer Mensch denkt, laufen wir wirklich in die Gefahr, uns da einfach falsche Dinge auszumalen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Es könnte dann irgendwann mal unangenehm werden in eurem Leben. Und zwar, wenn ihr euer Verhalten ändert, aufgrund dieser Rückschlüsse, die ihr gemacht habt, weil ihr gedacht habt, ihr wisst, wie eine andere Person denkt. Das hört sich jetzt super komplex wahrscheinlich an, ist es aber gar nicht. Ja, es geht wirklich nur darum, ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen so, hey, ich weiß nicht, was da bei dem in seinem Kopf vorgeht. Ja, und woher soll ich es denn wissen? Also frage ich den. Das ist das, worauf ich eigentlich hin möchte, dass wenn man sich dessen bewusst wird, dass wir nicht in die Köpfe anderer reinschauen können, na cool, hier geht ein Hund ganz schön ab, ja, dann bleibt uns gar nichts anderes übrig, wie den anderen zu fragen, so, wie denkst denn du? Ja, und wenn wir dann wirklich es ganz ernst meinen, dann nehmen wir das auch an. Ja? Ich nehme da einfach nochmal einen Schluck von meinem Bier. Ja, auch die Menschen mit ihren Tieren haben natürlich jetzt Spaß draus. Hier hinten ist noch ein Spielplatz, der ist rappelt voll. Man merkt schon eigentlich Freude hier. Die wissen auch gar nicht, was ich mache, weil ich stehe ja hier so blöd und hier steht einfach nur eine Kamera. Das ist natürlich auch ein cooler Move. Aber nochmal auf das Thema von vorhin. Ich wollte euch noch eine Erfahrung daraus erzählen, ja, wo ich nämlich selber gemerkt habe, dass ich einen großen Fehler gemacht habe, weil ich gedacht habe, ich wüsste, wie ein anderer Mensch denkt und dann daraufhin mein Verhalten geändert habe. Und da hätte ich es mir beinahe wirklich mit einem super netten Menschen vermasselt. Und das wollte ich euch jetzt nochmal kurz erzählen, damit ihr auch versteht, was ich eigentlich damit sagen möchte. Ja? Und zwar hatte ich mit 23 oder 24 einen Gehörsturz. Damals habe ich noch in der Chemiefirma gearbeitet. Und aufgrund von dem Gehörsturz war ich halt dann super lange krankgeschrieben. Über ein halbes Jahr insgesamt. Die Firma war echt ganz cool. So, die haben dann gesagt, ich soll schauen, dass ich auf die Reihe bekomme. Aber das ist eigentlich auch nicht das Thema. Und ich hatte halt auch einen Kollegen, der hat mit mir halt an der gleichen Maschine praktisch gearbeitet. Und die haben natürlich nicht so schnell Ersatz gebracht. Es war ja auch nicht klar, ob ich wieder zurückkomme. Und das hat mir halt von Anfang an halt voll leid getan, dass ich den halt im Stich lasse, weil ich krankgeschrieben war. Und natürlich musste der im Endeffekt meine Sache halt mitarbeiten. Ja? Und dann war ich halt auch ab und zu zum Krankmeldung bringen und so in der Firma, weil ich wollte natürlich auch den Kontakt aufrechterhalten und die waren ja auch cool. Und dann kam der mir halt immer so komisch vor. Ja, und ich habe mir natürlich ganz klar ausgemalt zu wissen, wie der denkt. Steffen hieß der übrigens. Ja. Und
dann war mir klar, Steffen ist beleidigt. Steffen hat kein Verständnis dafür, dass ich krank bin und denkt sich halt nur, toll, jetzt macht er hier auf, was weiß ich, psychisch krank oder wie auch immer und lässt mich hier im Stich. Und dann habe ich mich auch diesem Steffen gegenüber natürlich ganz anders verhalten. Ja, weil ich immer gedacht habe, kacke Mann, dein guter alter Kollege, der Steffen, findet das scheiße von dir. Und daraufhin wäre eigentlich dieses ganze Verhältnis, Freundschaft, je nachdem, wie man das nennen mag, eigentlich auch zu Ende gewesen. War dann auch eigentlich bald zu Ende. Aber ich habe dann trotzdem irgendwann mal den Steffen getroffen und habe halt gefragt, so, hey, sag mal, fandest du das sehr scheiße von mir? Ich wollte dir einfach nur sagen, ich wollte dich nicht im Stich lassen. Und mir ist es wichtig, dass du das halt auch weißt. Ja. Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, Manuel, spinnst du? Wenn du krank bist, dann wünsche ich dir einfach nur alles Gute. Und wenn ich pisst bin, dann bin ich auf unseren Chef vielleicht pisst, weil der mich hier die ganze Scheiße alleine machen lässt. Aber da war halt nicht ein kleines bisschen von dem, was ich mir eigentlich gedacht habe. Ja, und dazu möchte ich euch einfach ermutigen, glaubt nicht zu wissen, wie andere Menschen denken. Vor allem nicht über euch, dann wird es ja erst richtig spannend. Sondern fragt einfach die Menschen um euch herum, wie sie denken und nehmt es auch an. Und dann seid ihr viel näher an der Wahrheit und an der Realität dran, wie wenn das alles halt einfach nur sich in eurem Kopf abspielt. Ja? Na gut, ich zeige euch noch mal ganz kurz hier das kleine Örtchen. Das ist halt so ein kleiner Vorort von München, wo ich wohne. Einfach, um es mal gesehen zu haben. Ich stehe halt hier auf so einem Feld. Ja, man hört hier meine Bierflasche. Und ja, die Welt ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Ja. Und hier ist dann eben auch der Spielplatz. Und da sind halt wirklich ein Haufen Kids am Start. Was ja auch schön ist. Moment, ich zoome nochmal rein. Da wird Fahrrad mit dem Hund gefahren. Naja, hallo. Naja, ich wünsche auf jeden Fall was, Freunde. Und ja, genießt die Zeit. Bis bald. Ciao.